und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich habe mich gefragt, ob heute schon Weihnachten ist. Nee, ist es natürlich nicht, aber klar, ich habe es ja angedeutet, wenn die Beta-Phase vorbei ist von 1.37, dann werden die Autoren ihre Mods auch nach und nach updaten und das passiert hier Schritt für Schritt. In dem Fall jetzt hier auch XBS aus dem SDS-Forum, er hat seinen Dorf, den 95er geupdatet ist. Was heißt das? F-Mod Ready plus Fensterscheibe hoch runter gedönt. Wir gucken trotzdem nochmal rein, was in dieser Version 1.3 hier mit dabei ist. Also die Daycap, klar, kennen wir. Doch, sieht ganz süß aus, ne? Auch sehr, sehr, sehr fein. Gibt es dann auch in verschiedenen Varianten. Auch hier Low Deck, hier sieht man es nochmal ganz schön. Gibt es dann auch hier mit. Ne, Rigid gibt es nicht. Also hier das Rigid Chassis gibt es nur dann in der Space Cap Variante. Ne? Oder dann in der Sleeper Cap. Oder in der Super Space. Aber diese, die 4x2 findet ihr dann, diese Deckcap findet ihr nur als 4x2. Ne? Was Interieur dann betrifft, ist klar, da ist nichts mit Schlaferei und so. Ne? Gut, gehen wir dann mal zur Sleeper Cap Variante. Gucken wir hier nochmal ganz kurz ins Interieur rein. Also das passt natürlich hier auch. So war das früher. Oder dann die Top Sleeper. Da sind wir dann hier. Da geht es dann hier. Machst den Deckel auf, dann kannst du hier oben rein zum Schlafen. Auch sehr schön. Und dann die Space Cap und dann den Super Space. Klar, die nehmen wir natürlich. Den gibt es hier als Low Deck. Dann als 3,50 Meter und 3,80 Meter 4x2 Tacklift. Alles mit dabei hier. Ne? Und Rigid Chassis habe ich schon erwähnt. Gibt es dann hier auch in verschiedenen Varianten. Ne? Gehen wir hier nochmal zurück. Wo waren wir denn vorher? Hier? Ne, hier. Doch, hier. Gehen wir mal ganz kurz in den Aufbauten, denn es gibt diesen Isolationskoffer hier. Hier ist er. Oder auch als Schwarzmüller Planenaufbau. Ne? Dann gibt es hier natürlich noch diverse Anfahrschutzsachen sowie Toolboxen. Hier auf der Seite und auf der anderen Seite gibt es ein neues Kühlaggregat, wenn ihr dann hier diesen Isolationskoffer, also diesen ISO-Koffer drauf habt. Ne? Logisch. Ja, können wir auch weglassen. Und sieht dann eigentlich auch ganz geschmeidig aus. Verkleidung, klar, die lassen wir da. Schmutzlappen kann man dran machen. Und oben gibt es noch, Moment, gucken wir hier, gibt es noch diese Liftbrücke hinten, die kannst du runterlassen, die Hebebühne und dann hier noch ein Spoiler. Das wäre mal so jetzt hier diese Grundbasis, was Rigid betrifft. Funktioniert dann natürlich bei den anderen ganzen Sachen, das ist ganz genauso. So, wir bleiben bei der 4x2, wir gehen wieder zurück zum Super Space. Nehmen die 428 PS, klar, wir wollen volle Power. Dann haben wir hier noch das Interieur, gibt es als Exklusiv und als Mischmasch. Und Farben ist auch klar, Metallic natürlich alles mit dabei hier. So, kommen wir zu unseren Number Parts. Wir haben hier diesen sogenannten Blitzlampenbügel. Da könnt ihr hier oben ein bisschen was dran bauen, wenn ihr wollt und könnt. Ich nehme natürlich die hier von XPS, die uns mitgibt, logisch. Die sehen nämlich ganz schick aus. Ich guck mal, ob uns, hat er nicht noch mal Lampen mitgegeben? Ne, hat er nicht, ne? Ich gedacht, da waren ein paar Lampen dabei. Egal, ich nehme jetzt einfach mal hier diese NBB Alpha und dann ist schon gut. So, dann geht es auch weiter hier zur Sonnenblende. Gibt es auch in zwei verschiedenen Varianten. Dann, das ist von mir das Lightning-Gedöns. Das müsst ihr euch runterladen, findet ihr in der Beschreibung, falls jemand es braucht. Und dann hier so ein bisschen Lampenzeug, Kunststoff, lackiert. Ich lasse es mal Plaste. Hier auch nochmal grau, Kunststoff oder lackiert. Dann hier das alte DAF Leyland Logo. Und dann hier lackiert oder Plaste. So, was sagt uns das? Richtig, Zusatzbeleuchtung muss angebaut werden, ne? Das ist so ein bisschen noch was aussieht. Dann hier die Standardbügel von STS, will ich nicht drauf eingehen, kennen wir alle. Grau, Kunststoff, lackiert. So, dann hier vorne die Standardlackierung. Standardlackierung unten im Schmutzfänger, das sieht dann so aus. Hier haben wir noch ein paar so Slots dazu. Oder in dem Fall auch so. Oder so, so, so. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das dann hier schon die Facelift-Variante war, die hier. Oder nee, ne? Oder wo ist der Unterschied zwischen der und der? Vielleicht weiß es ja jemand. Ich weiß es gerade nicht. Hier gibt es auf alle Fälle noch so kleine Slots hier vorne. Da könnt ihr dementsprechend noch was reinbauen. Genau, da könnt ihr Lampen hinbauen, wenn ihr wollt. Oder was auch immer. Ne? Das macht natürlich ja keinen Sinn. Aber okay, ich lasse mal die hier da und dann bin ich auch schon glücklich. Da mache ich diese Positionsleuchten hier an der Seite rein und dann passt das auch. DAF-Logo. Das bleibt dann hier noch der Spoiler. Und dann gibt es hinten noch diesen Spoiler-Aufbau, wenn man den möchte. Ich lasse ihn jetzt mal weg. So, hier noch ein Eckspoiler dran. Den machen wir wieder aus Plastik. Ja, auch grau, Kunststoff lackiert. Da müssen wir noch wieder einen Spoiler setzen. Genau. An der Seite auch hier mit Spoiler.
Schade finde ich nur, dass wir dann hier kein Positionsleicht mehr dran haben. Das ist ein bisschen doof, aber ist hier nun mal so, ne? Was war mir noch? Das war die Verkleidung, genau. Das ist der Kotflügel, den lasse ich jetzt mal weg. Und die lassen wir auch mal. Ne? Genau, brauche ich nicht, will ich nicht. Aber ich kann mal das da lassen. Ne? Aber wie gesagt, schade, dass wir keine Beleuchtung dran haben. Wäre jetzt noch ganz cool. Aber okay. So, jetzt zum Interieur. Klar, Kabinen-DLC brauche ich, glaube ich, nicht weiter darauf eingehen. Ghostbuster nehme ich mal mit. Hier vom DAF-DLC wurde das hier übernommen. Und es gibt natürlich noch, XPS hat ja damals hier noch ein paar Wimpel mit zur Verfügung gestellt. Hier diesen DAF-Old-Wimpel. Dann diesen Packer. Dann hier nochmal einen. Und dann den DAF. Moment, hier ist er. DAF-Hide hier. Ne? Die hat er uns hier mitgegeben. Finde ich ganz klasse. So, ansonsten hier noch ein bisschen Klimpim. Hier machen wir mal. Jetzt hätte ich schon fuck gesagt. Tasse und was ich nicht, irgendein anderes Zeug halt, ne? Was man halt zum LKW benötigt. Sonnenbrille, ist wichtig. Genau, ansonsten noch Tasche und dann sieht es eigentlich schon soweit ganz gut aus. Lenkrad, klar, gibt es hier noch verschieden. Bisschen so ein Braun, Chuck. Und dann passt es eigentlich auch. Dann ganz kurz noch zu unserem Auflieger, der hier natürlich mit dabei ist. Da ist er, der Tandem-Trailer. Würde ich euch nicht vorenthalten als Schwarzmüller hier. Ne? Gibt es natürlich auch als isolierten Koffer. Und dazu, das zeige ich euch gleich noch, gibt es natürlich noch verschiedene Skins hier. Weil wir haben auch beim LKW auch ein paar Skins mit dabei gehabt. Felbermeier, Franz. Also alle Skins, die ihr jetzt hier sehen könnt beim Trailer, die sind natürlich auch beim... beim DAF an sich halt mit dabei. Dann hinten natürlich hier nochmal diese Brücke. Die kann ich jetzt weglassen, diese Hebebühne. Standard. Da gibt es ja noch zwei verschiedene Schmutzfänger. Hier gibt es noch ein paar Kunststoffkasten. Hier auch Vollschutz. Und auf der anderen Seite das gleiche. Und dann hier noch ein Kühlaggregat. Also das jetzt hier mal zum Trailer, der natürlich auch von der Definition her passt. Ja. Genau. Oder ihr nehmt halt einfach den Planer. Logisch. Habt dann im Prinzip alles gleich, nur dass halt hier vorne kein Kühler dran habt, aber das ist dann, glaube ich, selbsterklärend. Also, wir gucken uns jetzt hier natürlich mal die Scheibe an. Klar, das ist das erste, was ich mir mal angucke jetzt hier. Also, hier könnt ihr sehen, Scheibe geht runter. Auch von außen hier zu sehen. Scheibe wieder hoch. Das läuft natürlich wie geschmiert. So, dann die Hupe. Sieht alles ganz fresh aus hier. Also sehr tolles Update hier, dieser DAF 95. Finde ich klasse, dass XPS sich hier nochmal rangesetzt hat und den geupdatet hat, weil ich finde den nämlich echt klasse. Tolle Sache. So, kurzer Lichttest. Also hier Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht. Ne? Das läuft natürlich alles hier wieder erste Sahne. Brauche ich nichts erklären. Rückwärtsgang, Vorwärtsgang, Bremse, Blinker, alles da, wo es sein muss und dort läuft auch hier, ne? Auch hier im Interieur. Toll. Der Moment, wenn das Scania fast eine Vollbremse für einen alten DAF hinlegt, ne? Gut. Egal. gut, kommen wir kurz zum Fazit. Also zum DAF XF 5 oder nee, vom DAF 95 ATI von XPS aus dem SDS Forum. So rum sind wir richtig. Jetzt hier geupdatet für die Version 1.37 mit. Richtig. Scheibe offen, F-Mod. Alles mit dabei. Läuft, würde ich sagen. Ne? Also tolle Geschichte hier. Und da bin ich auch ganz froh drüber, dass XPS sich diesen DAF nochmal zur Brust genommen hat. Ich hoffe, dass die anderen LKWs auch noch alle mit updatet. Da würde ich mich tierisch drüber freuen. Kriege ich wieder ein fünftes Ei, ihr wisst ja. Da freue ich mich tierisch drüber. Und ja, also tolle Sache. Ansonsten, ihr habt ja wirklich ganz viele Varianten dabei. Ihr habt ja gesehen, ne? Die Daycap-Variante, die Sleeper-Variante oder den Top-Sleeper, auch ganz cool. Dann Rigid-Chassis hier mit dabei, der Trailer mit dabei als Kühler oder als Plane. H
Habt ihr aber auch natürlich hier bei diesem Aufbau genauso, ne? Egal was für ein Fahrwerk ihr oder was für ein Führerhaus ihr hier nutzt, habt ihr dieses Regelchassis dabei. Coole Sache. Und der Moment, wenn dich ein Renault Premium überholt, ja, ne? Aber ich bin halt erst bei 70 angekommen. Mit 430 PS ist halt auch kein Zuckerschlecken, wenn man 9 Tonnen Kunststoff hat. Ne? Gut, egal. Ja. Gut, ansonsten glaube ich, gibt es nicht viel hinzuzufügen. Es funktioniert nach wie vor alles hier. Und ich freue mich über dieses Update. Und wenn ihr euch auch so toll darüber freut, dann dürft ihr gerne ein Däumchen da lassen. Ein Abo für den Kanal, da würde ich mich auch drüber freuen. Und die Glocke drücken, dann wisst ihr mal Bescheid, wenn es was Neues hier wird. Und bei Fragen, wie gesagt, einfach kommentieren oder im SCS-Forum nachfragen, wenn was ist. In diesem Sinn wünsche ich euch einen angenehmen Start in die neue Woche. Kommt gut rum. Ich muss auch wieder mal luchen. Hilft nicht. Deshalb wird es mit den Mod-Vorstellungen ein bisschen knapper werden. Hier und da gibt es mal was, hier und da mal wieder nicht. Ansonsten am Wochenende bin ich wieder dann volle Pulle da. Nächste Woche habe ich wieder Urlaub. Huhu, in diesem Sinn, angenehme Woche. Macht's gut. Ups. Macht's gut. Bis bald und ciao.